Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Assassin's Creed. Da wird wieder irgendein Bürger belästigt, aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht so stark, dass ich die besiegen werde. Insofern gucken wir jetzt einfach lieber noch mal was anderes hier. Was gibt es da noch alles Schönes hier? Hier gibt es auch viel. Bürger. Werte, okay. Spieler, was müssen wir überhaupt machen? Ach so, ist klar. Ah, okay, ich muss also da hinten hin. Ja, dann machen wir das doch einfach. So, rennen. Rempeln. Ich weiß gar nicht, wie viel Basen ich hier schon zerstört habe. Aber ich glaube, das werden noch ein paar mehr. Upsa. Kann ich eigentlich jeden bestehlen? Nee, irgendwie nicht. Naja. So, rennen. Upsa. So, hier gehe ich jetzt mal lieber etwas langsamer raus. Oh Scheiße. Das ist nicht so gut. Ich sollte lieber mit den Gelehrten gehen. So, irgendwie muss ich doch hier schön fliehen können. Ich werde schon mal auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und hier... Scheiße. Was mit... Ach so, mein Pferd folgt mir? Nee, oder? Das wäre ja mal cool. Jetzt renne ich hier halt wieder aus der Stadt raus. Oh, verdammt. Ach, Gottle. Fällt mir noch alles vom Schreibtisch. Ja, mei, so muss das sein. Okay, also irgendwie... Wir hatten mich jetzt entdeckt. Irgendein Depp da. Die lassen vor Schreck ihre ganzen Sachen fallen. So, egal, den töte ich jetzt einfach. Wow, oder er mich, das ist die Frage. Jetzt stirb. So. Kein Problem. Hallo, liebes Pferdchen. Damit du jetzt nicht so allein hier bist, werden wir dich einfach jetzt benutzen. Zum in die Stadt zurückreiten. Es wird aber immer noch halb gesucht. Kann das mal aufhören? So, nein, du sollst da runter, verdammte Scheiße. Mann, das kotzt aber an hier. Ich will doch einfach nur... Oh, den Typ bringen wir jetzt auch noch um. Wir bringen jetzt hier einfach alle um. Ist das ein guter Plan? Das ist auch ein wundervoller Plan. So. Sind sie jetzt alle zufrieden? Mein Gott. Okay. Gut, dann will ich mal dahin, wo ich hin soll. Geht weg. Okay. Nächster. wo ist denn dieser blöde Markt? Da unten? Wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Es ist doch der, oder? Warte, wo muss ich hin? Ich muss da hin zu diesem Spielermarker. Scheiße. Ich kann echt nicht... Ach, verdammt, ey! Ja, das war jetzt ein echter Hardcore-Fail, egal. Missionsziele, ach, einfach wieder ins Büro. Ja, mei, das ist ja super. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns jetzt einfach ein Pferd
und reiten da durch. Ich hoffe mal, es geht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, aber wir werden es versuchen. Ja, und rein in die Stadt. Scheiße. Okay, nein, es geht wirklich nicht. So ein Mist aber auch. Okay, liebes Pferdchen, ich steig mal eben ab, hol meine Klinge und renn dahin. Oh, ich hasse es, wenn man gerade vom letzten Schlag irgendein anderer Spacken kommt. So, du hast hier eh nichts mehr zu melden. Ah, okay. So, haben sie jetzt endlich mal genug hier. Scheiße. Gibt's doch gar nicht, Mann. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ja doch, kann ich doch, oder? Gott, ich töte gerade alle Wachen, aber egal, was soll's, ne? So, haben sie jetzt endlich mal genug, ey, mein Gott, hier. Die rennen jetzt eh gerade alle panisch rum, insofern mache ich das jetzt auch. So, hier kann ich einfach durchchillen, das ist schön. Und dann würde ich sagen, auf zum Stützpunkt, jetzt wissen wir auch endlich, was wir machen müssen. Das war jetzt gerade ein echter Fail, ich habe irgendwie einen Marker gesetzt und habe es nicht gerafft, dass ich den gesetzt habe. Naja, was soll's. Das war der ganz hohe da hinten. Da will ich auf jeden Fall auch noch hoch. Oder war ich da jetzt schon? Egal, werden wir gleich sehen, wenn wir näher dran sind. Wow. Ah ja, spring halt irgendwie hier rum. Ja, ja, bin schon weg. Mein Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, ich flieh lieber. Ist doch viel chilliger. So, jetzt wieder hoch, oder? Oh nein, sie haben mich entdeckt. Hilfe, Hilfe. Wow, chillt mal, Leute. Er wirft schon mit Stein auf andere Leute. Ist ja krank hier. Voll die Zustände. So, wisst ihr was? Wir machen noch einen schönen Ausflug auf irgendein hohes Gebäude hier. Den Turm nehmen wir doch auch noch mit. Gerade auf dem Weg hier schnell einmal hoch. So muss das sein, bis wenn wir da oben sind. Was? Wer zur Hölle hat mich denn jetzt gefunden? Wer zur Hölle? Von wo wir... Oh, scheiße, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Egal. Ach, der Typ. Der Typ, der da so blöd rumrennt. Die haben es aber auch drauf. Ein bisschen Parkour-Technik. Das ist also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als so. Ja, jetzt halt einfach nochmal hoch. Ach, Gottle. Mensch, warum springt denn der so blöd runter? Zack, zack, zack. Und höher und höher und höher. Immer höher, immer höher. Komm schon. Bisschen schneller, bitte. Was der andere brauchte. So, noch einer. Noch einer. Ah, da fliegt der wieder weg. Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten dringend Nachschub. Aber es war keine Hilfe in Sicht. Die Stadt sieht echt cool aus. Das muss man echt mal sagen. Und Sprung! Hopp! Ha! So, hier muss ich irgendwen verhören, habe ich das. Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Warum behelligt ihr mich? Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazin... Was muss ich hier machen? Alter, ja, das habe ich auch kapiert, dass ich da stehe. Bürger retten. Wo ist hier ein Bürger, den ich retten soll? Ihn tausendfach entlohnen. Ich kenne euch nicht, lasst mich in Ruhe. Ich kenne euch nicht. Erlaub, jetzt red auch.
Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Interessant. Kommt mir nicht zu nahe, warum haut ihr ja, bin doch schon weg, Mann, jetzt chill mal. Ja, kannst doch gehen, ich bin doch schon weg. Hallo. Dreh dich um. Mein Gott, okay, also den muss ich jetzt irgendwie noch hauen, glaube ich. Wenn er in irgendeine Gasse geht, die hier nicht so belebt ist, wobei ich glaube, das wird etwas schwierig, hier so eine Gasse zu finden. Ah, wobei, nee, der findet die. Ah ja, hier treibt man sich auch gerne rum. Noch einmal, komm schon! Pam! Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet, es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu. Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Ist doch eigentlich jetzt unnötig, oder? Weiß ich nicht, finde ich jetzt ein bisschen. Den hätte er jetzt noch nicht umbringen müssen eigentlich. So, meiner Einschätzung nach. Also ich meine, er hat doch alles gesagt. Also hier sind drei Leute, die kriegen wir auch noch hin. Vorsicht jetzt! Ich markiere die nur und schon werde ich anvisiert. Ich meine, es fällt doch keinem auf, wen ich jetzt markiere, oder? Am Anfang sind es immer drei und dann kommen immer viel mehr dazu. So, so, so und bam und noch einmal. Na, scheiße. So, sehr schön. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wie wollen die mir eigentlich immer noch helfen? Das verstehe ich nicht ganz. Und was bringen mir diese Leute hier? Was ist hier geschehen? Seid gegrüßt, Freund. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich es auch kapiert. Okay, die helfen einem dann zu fliehen oder sonst irgendwas. Upsa, sorry, jetzt habe ich gerade die Frau angerempelt. Egal. So und so und langsam müsste ich da auch wieder bei einem schönen Stützpunkt sein. Da ist er doch. Perfekt. Okay, so, klingelt, aber egal. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Was ist eigentlich mit dieser Feder immer? Ist irgendwas Besonderes? Ist was richtig Besonderes? Aber wahrscheinlich, ne? Lasst Al-Mualems Willen geschehen.
Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Machen wir. Ich würde jetzt nur gern trotzdem aus diesem Haus raus. Hallo. Hallo. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um endlich zuzuschlagen. Ich würde sagen... Ja, ist ja gut, ey. Was ist denn da unten wieder los? Irgendwelchen Beschützen oder sowas? Ja. Boah, die übertreiben es immer voll. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat wieder gefallen. Oder, ja, hoffe, hat gefallen insgesamt. Ja, wenn ja, würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Oder eben dann bei einem anderen Projekt. Bis dahin, ciao!